Wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Siva Plus News Trading Webinar, zweite Einheit im Monat August. Mein Name ist Markus Wendler und ich darf Sie den heutigen Nachmittag begleiten. Wie immer, erste Frage an Sie als Teilnehmer: Können Sie mich hören und auch den Bildschirm sehen? Bitte um kurze Rückmeldung, ganz wichtig. Okay, ich sehe das Webinar, also die Übertragung klappt. Wir haben ein paar Spätankömmlinge. Bitte in Zukunft immer pünktlich kommen. Ja, zum Webinar. Super. Gut, aber wir warten natürlich ein, zwei Minuten noch auf alle Teilnehmer, ist ja klar. So. Und zwar, wir machen ja hier News Trading. Ja. Wer von Ihnen war denn gestern dabei beim Copy Trading 1 Webinar? Okay, ich sehe, ein paar von Ihnen waren dabei. Sehr, sehr gut. Da habe ich ja das Copy Trading Silver Plus News Trading Webinar, was wir ja heute ja live machen, habe ich ja gestern ein bisschen in der Theorie erklärt. Ja? Ich mache ja heute wieder News Trading hier. Das heißt, wir traden Daten. Welche Daten machen wir heute? Unsere wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Ich zeige Ihnen kurz die Präsentation. Natürlich gibt es immer Risiken. In binären Optionen ist klar, wir sind hier am Finanzmarkt. Aber wir wollen mit unserer Aktie-Reaktor-Strategie diese exzellente Renditechancen für heute Nachmittag nutzen. So, News Trading Event, das ist hier die Agenda, was Sie sehen. News Trading Event sind Datenanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Wie immer komme ich zu den Daten im Detail ein bisschen später, nachdem wir unseren Aktie-Trade gesetzt haben. Noch ein bisschen mehr Zeit. Wir werden starten mit unserem Sentiment Trade. Sentiment Trade ist die Markterwartung. Dann unser Haupt-, unser Kernevent, Aktio-Reaktio. Und dann haben wir noch einen längerfristigen Trade aus gegebenem Anlass. Dazu komme ich dann ein bisschen später. Okay? Gibt es Fragen zum Programm? Okay, scheint alles klar zu sein, super. Wer von Ihnen zum ersten Mal dabei ist, ja, keine Sorge, ich versuche immer alles in Ruhe zu erklären und wir setzen auch die Trades gemeinsam. Also wir haben beim News Trading, ist nicht eine ganz so stressige Form des Trades. Okay, wir traden ja hier Daten, Aktion, Reaktion. So, schauen wir uns gleich einmal den ersten Trade an, meine Damen und Herren. Hier sind die Daten, dazu komme ich dann gleich. Und der erste Trade ist unser Sentiment Trade. Da traden wir Euro, US-Dollar. Warum? Wir traden heute die Arbeitsmarktdaten, also wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA. Da geht es um die Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Nicht zu vergessen mit den neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Das ist ja morgen dran. Das sind die NFP, die Non-Farm Payroll. So, unser Sentiment Trade ist die Markterwartung. Das heißt, wir kaufen eine Option bis 14.30 Uhr bis zur Datenankündigung. Die Daten kommen ja um 14.30 Uhr raus. Kaufzeitpunkt zwischen 14.19 Uhr und 14.29 Uhr. Handelsrichtung Euro-US-Dollar auf Tief. Handelseinsatz, ich werde mit 2.000 Euro in den Markt gehen. Sie bitte angepasst an Ihr Budget. Okay, schauen wir uns das gleich an. Auf der Plattform. Wir gehen auf Hoch-Niedrig. In den Filter gehen wir Forex ein, damit wir die Währungspaare auch schneller finden. Hier haben wir schon Euro, US-Dollar. Läuft ab um, hier aufpassen, Laufzeit. Bei mir 15.30 Uhr, warum? Ich bin ja auf Zypern, ich bin ja eine Stunde vor Ihnen. Okay, Handelsrichtung auf Tief,
Handelseinsatz 2000 Euro. Sie bitte angepasst an Ihr Budget. Öffne jetzt den Professional Chart noch und wir wollen natürlich einen idealen Einstiegspunkt mittraden. Ist klar. Ich sitze übrigens hier mit meinem Analystenteam gemeinsam und wir beobachten ganz genau die Marktbewegung und auch dann die Daten, die rauskommen um 14.30 Uhr. So, öffnen wir nochmal kurz den Professional Chart. So. Euro, US-Dollar, so jetzt haben wir. Und auf Tief traden. Und konzentrieren uns. Kerzen öffnen und schließen immer zur vollen Minute. Die Information für Sie, ich bekomme das okay, meine Damen und Herren. Wir gehen in den Markt rein, Euro, US-Dollar. In 3, 2, 1, go. Und das ist unser Sentiment-Trade für heute. Euro, US-Dollar auf Tief. Zielkurs sehen Sie hier, 1.11373. Der Trade läuft jetzt 7 Minuten. Das ist unser Sentiment-Trade. Der läuft bis zur Datenveröffentlichung. Okay, jetzt unseren Aktio-Trade. Den müssen wir jetzt auch schon vorbereiten, weil in 2 Minuten ist es soweit. Ich zeige Ihnen eine kurze Präsentation dazu. Hier, Sentiment-Trade ist gesetzt. Aktio-Trade. Aktio-Trade setzen wir eine kurzfristige Option, eine 5-Minuten-Option und wir gehen 4,5 Minuten vorher in den Markt hinein. Das heißt, Kaufzeitpunkt 14.25 und 30 Sekunden, Euro, US-Dollar auf Tief, Handelseinsatz 4.000 Euro, sie wieder angepasst an Ihr Budget. Das ist unser Aktio-Trade. Und Reaktion werden wir nur setzen, wenn der Aktio aus dem Geld ist, gegebenenfalls. So, bereiten wir das gemeinsam vor und jetzt auch Konzentration bitte. Wir gehen auf kurzfristige. Dann hier in den Filter gerne wieder Forex eingeben bitte, damit Sie die Währungspaare schneller finden. Dann haben wir hier 60 Sekunden, 2 Minuten, 5 Minuten. Wir haben gesagt, eine 5 Minuten Option. Euro, US-Dollar. Handelsrichtung tief. Warum tief, meine Damen und Herren? Wir erwarten für heute gute Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die Daten besprechen wir dann gleich. Ja? Bitte ein bisschen Geduld. Okay? Nachdem wir unseren Aktientrade gesetzt haben, weil da gehen wir ja rein um 14.25 Uhr und 30 Sekunden. Das heißt in knapp 45 Sekunden. Warum gehen wir denn vor in den Markt rein? Weil wir wollen ja dann, wenn um 14.30 Uhr die Daten veröffentlicht werden, wollen wir die erste große Kursbewegung mitnehmen. Und da rennt ja unser Aktio-Trade ja noch 30 Sekunden. So, wir sind vorbereitet. Nochmal zur Wiederholung. Kurzfristige 5 Minuten Euro-US-Dollar. Die Option muss zwischen den beiden gelben Balken erscheinen. Hier auch 300 Sekunden, hier haben Sie die Kontrollfrage, wird Euro US-Dollar für 300 Sekunden über oder unter dem Marktpreis sein? Handelseinsatz 4.000 Euro und wir gehen rein in 4, 3, 2, 1, go! Und das ist unser Aktio-Trade und wir sind drinnen im Markt bei einem Zielkurs von 1.11360. Und wir haben schon mal eine sehr schöne bärische Bewegung mitnehmen können. Aber der Trade läuft jetzt ein bisschen weniger als 5 Minuten. Ja? Und die Daten kommen ja schon vorher raus. So, jetzt kurze Verschnaufpause vom Traden. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Wirtschaftskalender von investing.com. Ich hoffe, Sie können alle den Wirtschaftskalender sehen von investing.com. Hier, wer von Ihnen, ja, ich frage das jedes Mal, aber das ist mir wichtig, wer von Ihnen kennt den Wirtschaftskalender noch nicht? Okay, ich sehe, die meisten kennen ihn.
Wenn Sie noch nicht kennen, dann bitte ganz fett im Browser speichern. Es geht hier um den Wirtschaftskalender von investing.com, www.investing.com die Seite und dann Economic Calendar. Sie können auch die Seite dann auf Deutsch einstellen, hier oben rechts bei den Flaggen. So, schauen wir uns das einmal an. Wir haben heute hier, das sind unsere Zahlen, Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Das sind wöchentliche Zahlen, das sind wichtige Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Zu den Arbeitsmarktzahlen gehören die Non-Farm Payroll, das sind die neu geschaffenen Arbeitsplätze, dann die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosenquote. Jetzt eins wichtig hier, wir haben hier die Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir vergleichen hier immer die Prognose mit dem tatsächlich veröffentlichten Wert. Hier haben wir die Spalte von 265.000 Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier rechts ist das der Wert vom letzten Mal. Ich habe das gestern nochmal ausdrücklich erklärt im Copy Trading Webinar. Machen Sie mir nicht den Fehler und vergleichen Sie von Haus aus diese beiden Werte. Ich zeige gerade mit der Maus hin. Das heißt, den vorherigen Wert mit dem tatsächlich veröffentlichten Wert und gehen Sie gleich von schlechten oder guten Daten aus, sondern wir vergleichen diese beiden Werte hier. Die aktuelle Prognose, weil was ist denn die Prognose, meine Damen und Herren? Die Prognose ist ein aktueller Erwartungswert. Ein Erwartungswert, der von Experten und Analysten zusammengestellt wird. Der wird ja jedes Mal vor Datenveröffentlichung ja neu angepasst. Okay? Und dann, das vergleichen wir mit der tatsächlich veröffentlichten Zahl. Das ist wichtig. Okay? So, diese Zahl wird hier veröffentlicht, in dem Feld, wo ich gerade drauf zeige. Okay, jetzt ganz grundsätzlich einmal zum Verständnis für die Frage zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe. Fürs Grundverständnis. Eine höhere Zahl, also wenn mehr Anträge gestellt werden auf Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosenunterstützung, ist das gut oder schlecht für eine Volkswirtschaft? Frage an Sie, gut oder schlecht? Ganz genau, das ist schlecht. Ja? Und eine niedrigere Zahl bedeutet gut. Jetzt schauen wir uns einmal den Trade an. Ich schiebe jetzt einmal den Wirtschaftskalender wieder weg von investing.com. Wir werden natürlich mit Spannung die veröffentlichten Daten dann erwarten gleich. Und unser Aktientrade läuft noch. Hier Euro, US-Dollar auf Tief. Und wir haben jetzt da noch Zeit. So. Und der Trade kommt gleich. Einen Moment, Geduld. So, gleich ist es soweit, gleich 14.30 Uhr, wir hatten die Daten und wir lassen unseren Aktientrade auf jeden Fall auslaufen, meine Damen und Herren. Der Sentiment-Trade ist einmal abgelaufen und der Aktie läuft noch 20 Sekunden. Noch läuft Aktie, warte jetzt auf die Daten. Und Anträge auf Arbeitslosen sind leicht negativ. Jetzt schauen wir uns das ganz genau an. 4, 3, 2, 1, aus. Wir werden nochmal nachsetzen. Jetzt bitte um etwas Geduld kurz. Jetzt schauen wir uns ganz genau nochmal die Daten an mit meinem Team und auch die aktuelle Kursbewegung. Bitte kurz Geduld. Sind wieder da, wir traden 2 Minuten Option, Euro, US-Dollar auf hoch, aufhand der Daten mit 8000 Euro, unseren Reaktor, pardon, und wir gehen rein in 3, 2, 1, go. Und wir sind drinnen im Markt mit unserem Reaktor-Trade mit einem Zielkurs von 1.11391. Jetzt haben wir Zeit für die Daten. Zeigt das Ihnen hier? Ganz genau richtig, das ist schlecht für den US-Dollar, deswegen haben wir jetzt die bullische Bewegung im Euro-US-Dollar. Hier, Prognose waren 265.000.
Wir haben auch erwartet gute Daten. Jetzt waren die Daten aber schlechter, weil wir hatten jetzt mehr Anträge auf Arbeitslosenhilfe, auch dann für die weitergeführten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Und das hat die bullische Bewegung im Euro-US-Dollar ausgewirkt, quasi den US-Dollar geschwächt. Ja, also der Euro ist, bleibt ja relativ konstant. Auch ganz wichtig fürs Verständnis. Und deswegen war auch unsere Aktie aus dem Geld, das kommt vor, und dann haben wir jetzt kurz die Daten analysiert und die Kursbewegung und sind jetzt nochmal in den Markt hinein mit unserer 2-Minuten-Option Euro, US-Dollar auf hoch. Das ist unser Reaktor-Trade. Wir sind rein mit dem doppelten Handelseinsatz als der Aktio. Warum? Weil wir ja nicht nur den Verlust vom ersten Trade wieder gut machen wollen vom Aktio, sondern auch eine Rendite erzielen wollen. So, Trade läuft noch. Gibt es Fragen zu den Daten hier? Versuche denn so gut es geht, alles auf einmal zu zeigen. Ist nicht einfach am Bildschirm. Ganz genau, richtig. Die höhere Anträge auf Arbeitslosenhilfe wirken sich negativ auf den US-Dollar aus. So, jetzt haben wir noch, jetzt tun wir den Wirtschaftskalender wieder weg kurz und haben hier unseren Reaktor-Trade. Der läuft noch knappe 10 Sekunden. So. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aus. Das Ding ist durch. Gratulation. Deutlicher Win im Reaktor. Sehr schön. Haben Sie gut gemacht, meine Damen und Herren. Ich sehe wieder strahlende Gesichter im Chat. Sehr, sehr gut. So, jetzt machen wir einen kleinen Rückblick. Was haben wir denn gemacht heute? So, wir haben aber mal unseren Sentiment-Trade gesetzt, das ist ja die Markterwartung, und haben die Option mit 2000 gesetzt. Die haben wir auch gewonnen. Dann haben wir unseren Aktio-Trade gesetzt. Euro-US-Dollar auf Tief, haben 4,5 Minuten vor Datenveröffentlichung eine 5-Minuten-Option gekauft auf Euro-US-Dollar auf Tief. Warum? Weil wir negative Daten erwartet haben. Das heißt, Verzeihung, weil wir positive Daten erwartet haben. Das heißt, weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Und da die haben wir gesetzt, Option, dann war die Option Außengeld und sind nochmal im Markt mit unseren Reaktoren mit doppeltem Handelseinsatz mit 8.000 Euro und haben da unseren Reaktor-Trade mit 8.000 gewonnen. Ja, das Money Management, Sie sehen, meine Damen und Herren, das macht's aus. Okay, zu der Performance kommen wir dann gleich, das zeige ich dann Ihnen. Und wir haben hier eine 2-Minuten-Option gesetzt. Wir sind ja immer von zwei Komponenten abhängig. Ganz, ganz wichtig. Einmal von den tatsächlichen Daten, die veröffentlicht wurden. Das zeige ich Ihnen gerne nochmal hier im Wirtschaftskalender. Hier, Prognose waren 265.000, tatsächlich kamen raus 269.000. Eigentlich nur knapp schlechter als die Prognose, muss man auch ehrlich sagen. Und hier aber auch dann die weitergeführten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren auch höher. Und das hat die negative Bewegung für den US-Dollar ausgemacht und die bullische Bewegung im Euro-US-Dollar. Jetzt kommt die Frage, warum wir nicht den Aktio-Trade erst nach Datenveröffentlichung setzen. Kann ich Ihnen gerne sagen. Weil oft haben wir eine starke vertikale Bewegung. Und wenn das der Fall ist, dann kommen wir bei Datenveröffentlichung gar nicht in den Markt hinein. Gerade morgen wird das entscheidend sein bei der Non-Farm Paywall. Ja? Die Non-Farm Paywall gibt sehr viele Fragen, sehe ich bei Ihnen im Chat. Bisschen Geduld, das erkläre ich Ihnen nachher nochmal. Ja? Jetzt, wenn wir diese vertikale Bewegung haben, dann kommen wir in den Markt nicht hinein. Ja? Das heißt, wir wollen diese große Bewegung schon im Vorfeld mitnehmen, deswegen setzen wir im Vorfeld ja auch unseren Aktio-Trade, indem wir 5 Minuten Option kaufen und 4,5 Minuten vorher in den Markt reingehen. Okay? Aktie war heute Außengeld und deswegen sind wir nochmal in den Markt hinein mit einer 2-Minuten-Option und haben Euro-US-Dollar hochgekauft.
Ja, wir noch mal, wir sind von zwei Komponenten abhängig. A, von den tatsächlichen Daten, die veröffentlicht wurden, und B, von der Kursbewegung. Okay, ganz, ganz wichtig. Gibt es Fragen zum aktuellen Reaktion? Scheint alles klar zu sein. Sehr, sehr gut. Sie können diese Events natürlich auch alleine traden. Ja? Gut, schauen wir uns einmal jetzt kurz die Performance an fürs heutige Live-Trading. Versucht es Ihnen immer alles so gut zu zeigen. So, da hier, unsere Performance-Folie. Unser ersten Trade, das war unser Sentiment-Trade. Da haben wir mit 2000 gesetzt, haben den Trade gewonnen. Einen Ertrag von 3.640 Euro erzielt, das ist eine reine Rendite, davon ziehen wir ja die 2.000 Investitionen ab, eine reine Rendite für ein Sentiment von 1.640 Euro. Dann haben wir unseren Aktio-Trade mit 4.000 verloren, minus 4.000, Reaktor haben wir gesetzt mit 8.000, haben den Trade gewonnen, haben einen Ertrag von 13.760 erwirtschaftet, davon ziehen wir die 8.000 ab. Das sind 5.760 Euro Gewinn, reine Rendite für eine Reaktion. Und in Summe müssen wir jetzt natürlich das hier addieren. Das macht in Summe eine reine Rendite von 3.400 Euro. Können das gerne nochmal zusammen nachrechnen. Minus die 4.000 aus den verlorenen Aktien plus 5.760. Ja, das Kopfrechnen passt noch. In Summe verdient im heutigen Live-Trading wie wir 3.400 Euro. Der Präsident, Gratulation an Sie. Sehr, sehr gut. Also das sehen Sie innerhalb von knapp 15 Minuten. Ja, also es zahlt sich aus, das Silber-Webinare. So, jetzt haben wir noch einen längerfristigen Trade. Frage an Sie, meine Damen und Herren. Wissen Sie, was heute in Großbritannien los war? Ja, da kommen schon die richtigen Stichwörter. Die Zinsen für den Pfund. Die Bekanntmachung des Zinssatzes. Ich zeige es Ihnen hier gerade im Wirtschaftskalender von investing.com. Schauen Sie. Da um 13 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit Bekanntmachung zum Zinssatz. Die Briten haben den Zinssatz gesenkt. Sie waren vorher auf 0,5% und sie wurden um 0,25% gesenkt auf 0,25%. Ganz genau richtig. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Tag heute nach dem Brexit. Was heißt denn das für die Wirtschaft, meine Damen und Herren? Wir haben ja eine Zinssenkung, bedeutet, dass man weniger Zinsen erhält. Ja? Das bedeutet, Anleger werden weniger in Pfund investieren, sondern werden ihr Kapital woanders anlegen. Und wenn wir uns anschauen, britischer Pfund, US-Dollar, zum Beispiel das Währungspaar, ist auch gefallen. Und wir haben ja auch auf unserer Facebook-Seite ein Aktio-Reaktor-Event dazu gehabt um 13 Uhr. Bitte schauen Sie da auch jeden Tag regelmäßig ran. Ja? Und da haben wir auf Anhieb deutlich unseren Aktio-Trade gewonnen. Ja, das heißt, Sie können die Events auch alleine traden. Und jetzt parallel dazu, was heißt das? Dass zum Beispiel mehr in die Aktien angelegt wird. Und deswegen ist unser langfristiger Trade für heute hier unser Asset, der FTSE, der FTSE 100 bis 17:30 Uhr, eine Hoch-Niedrig-Option. Kaufzeitpunkt jetzt nach dem Live-Trading-Webinar Aktio-Reaktio, Handelsrichtung auf Hoch. Und wir werden diese Option mit 2.000 Euro kaufen. Sie angepasst an Ihr Budget natürlich.
So, diesen Trade werden wir setzen. Das ist ein langfristiger Trade. Wir gehen auf hoch-niedrig. In den Filter geben wir jetzt ein Indices für die für den Index. Hier, FTSE 100, der FTSE, sagt man zu dem. Also ein langfristiger Trade. Sie sehen, der ist deutlich angestiegen hier bei der Zinsentscheidung. Und wir wollen diesen Trend langfristig heute mitnehmen. Kaufe diese Option mit 2000 Euro. Ist die bitte angepasst an Ihr Budget. FTSE 100 bis Tagesende. Bei mir ist das 18.30 Uhr, bei Ihnen 17.30 Uhr. Kaufen diese Option in 3, 2, 1, go. Und wir sind im FTSE drinnen bei einem Zielkurs von 6673.75. Also unser langfristiger Trade. Gut, das war's mit Live Trading von heute. Jetzt noch eine wichtige Ankündigung, weil so viele Fragen noch auftauchen. Die Non-Farm Paywall morgen, meine Damen und Herren. Non-Farm Paywall sind die wichtigsten Daten des Monats. Und zwar morgen um 14.30 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit werden ja die Arbeitsmarktdaten, die neu geschaffenen Arbeitsplätze, ja, verkündet. In den USA, in Washington. Und da erwarten wir immer eine große Kursbewegung. Und da wollen wir natürlich live mittraden und die exzellenten Renditechancen wahrnehmen. Und dazu haben wir morgen um 14.15 Uhr ein Live-Trading-Webinar. Ja, das darf morgen ich machen. Ja, also wie Sie sehen, die meisten von Ihnen, die auch mitmachen, diese Woche hören wir uns jeden Tag. Ja, also manche von Ihnen hören mich mehr sprechen als den eigenen Ehepartner die Woche. Ja. Und morgen um 14.15 Uhr haben wir das Webinar. Wie Sie daran teilnehmen können und wie Sie diese exzellente Renditechancen wahrnehmen können, erfahren Sie vom Account Manager. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir sind heute da. Ja. Es zahlt sich aus. Morgen um 14.15 Uhr geht's los. Webinar wird auch circa so eine halbe Stunde dauern. Und ist das Trading Event Highlight des Monats. Es ist erster Freitag des Monats morgen und die Non-Farm Paywall steht an. Gut, meine Damen und Herren, ich sage Dankeschön, das war's von meiner Seite. Hat Spaß gemacht heute. Ich sage Dankeschön und im Silber-Webinar hören wir uns wieder Anfang nächster Woche. Dankeschön und schönen Nachmittag noch.